Herzlich willkommen zu einer weiteren Online-Vorlesung Grundlagen des Marketing bzw. Entrepreneurial und Hightech-Marketing. Es ist im Grunde genommen egal, was wir gesagt haben bislang. Diese grundlegenden Konzeptionen zu Marketing, Push- und Pull-Marketing, die ganzen Tools, die man im Marketing hat, die sind applikabel in jeder Industrie, in jeder Branche. Ob ich nun Hightech-Produkte verkaufe beispielsweise, ob ich jetzt Gabelstapler verkaufe oder Konsumartikel, das spielt letztendlich keine Rolle. Diese grundlegenden Dinge, über die wir sprechen, sind in jeder Branche und auch in jeder Organisation grundsätzlich anwendbar. Wenn ich das richtig notiert hatte, waren wir letztes Mal stehen geblieben beim Marketing-Mix. Das heißt, wir hatten zum letzten Mal hier darüber gesprochen, aus welchen Instrumenten sich das Marketing zusammensetzt. Wir haben gesagt, das ist nur die operative Geschichte vom Marketing. Es gibt beim Marketing-Management, das ist der strategische Prozess. Damit werden wir uns dann noch später beschäftigen. Das sind die ganzen strategischen Fragestellungen, die ich da habe. Also geht es um eine Makroanalyse, also des Unternehmensumfeldes. Dann geht es um eine interne Stärken-Schwächen-Analyse. Es geht um Marktsegmentierung. Und zunächst mal werden wir uns aber mit den operativen Tools des Marketings beschäftigen. Und die sind letztendlich hier auf der Folie abgetragen. Das sind die wir hier schon mal angerissen haben. Also einmal die Kommunikationspolitik. Das im Englischen werden diese Tools des Marketings mit den vier Ps bezeichnet. Im Dienstleistungsmarketing, das hatten wir auch schon mal gesagt, hat man mehr Ps praktisch, die dazukommen. Im Consumer-Artikel-Bereich hat man im Prinzip diese vier Ps: Promotion, also Kommunikationspolitik, dann Place, Distributionspolitik, Produktpolitik, das ist gleich, Deutsch wie in Englisch, und Price. Preispolitik. Im Dienstleistungsmarketing hat man nochmal gesagt, kommen drei Ps hinzu. People. Die Leute spielen natürlich überall eine Rolle. Deswegen plädieren ja einige dafür, wie Professor Kreuzer, das hatte ich ja schon mal angesprochen, als wir über diesen Marketing-Diamanten gesprochen haben, auch People als fünftes P zum Marketing, zum operativen Marketing-Mix auch für Konsumartikelunternehmen hinzuzuziehen. Dann gibt es noch Processes, also Prozesse, Geschäftsabläufe und Physical Facilities, also wie das physische Unternehmensumfeld gestaltet ist, beispielsweise Verkaufsräume, dass die natürlich auch einen Einfluss haben auf die Marke und wie die Marke kommuniziert wird, ist letztendlich klar. Und das sind diese drei Tools, die nochmal dazukommen. Und wichtig ist natürlich, zentrale herausragende Fragestellung ist hier, wie kann ich diese Tools bestmöglich miteinander kombinieren, um meine Wertschöpfung zu maximieren. Und das ist der Marketing-Mix, über den hatten wir ja schon mal gesprochen. Produktpolitik ist letztendlich das Herzstück des Marketings. Produktpolitik ist das Herzstück des Marketings. Warum? Weil ohne Produkt, ohne Dienstleistung habe ich ja nichts, was ich vermarkten kann. Was ich auf den Markt, auf den Kunden hin ausrichte. Und Produktpolitik ist immer so leicht gesagt. Es geht nicht nur um das Produkt selber, sondern es geht vor allen Dingen auch, bei dieser Fragestellung geht es auch um das ganze Produktsortiment. Hier, also, welche Anzahl von Produkten will ich in Bezug auf die Breite und auf die Tiefe haben? Also wie viele unterschiedliche Produktlinien und wie viele unterschiedliche Variationen von Produkten innerhalb der Linien brauche ich eigentlich? Dann fällt der ganze Bereich Marke darunter. Marke. Markenaufbau. Wir haben ja gesagt, eine Marke ist eine ganz, ganz wichtige Komponente, insbesondere der Produktpolitik, weil Marken, am Beispiel von Harley-Davidson und Yamaha hatten wir das gesehen, natürlich auch Konsumentenrenten sozusagen abschöpfen. Also wenn ich eine starke Marke habe, kann ich natürlich für eine komparable Leistung oder ein Produkt einen höheren Betrag verlangen, ja, eine Wertschöpfung maximieren. Dann, also deswegen ist ein ganz zentraler Punkt hier und letztendlich, wie wir noch sehen werden, ist Marke einer der ganz, ganz wenigen Faktoren, mit dem ich mich nachhaltig von dem Wettbewerb abheben kann. Die Produkte werden ja immer austauschbarer, darüber sprechen wir dann noch. Und mit Marken kann ich mich natürlich, mit einer starken Marke kann ich mich nachhaltig vom Wettbewerb abheben. Dann haben wir Kundendienst, Services, zum Beispiel auch zusätzliche Aspekte, die da reinfallen. Zum Beispiel eine Hotline könnte das sein oder erweiterte Garantiebedingungen oder Rücknahme
Regelung, die man hat. Also, dass man sagt, okay, bei uns kannst du eben die Produkte, wenn sie dir nicht gefallen, auch wenn sie dir nach 8 Monaten nicht gefallen, kannst du die Produkte halt dann zurückgeben. Das könnte zum Beispiel auch eine Sache sein, die hier mit runterfällt. Und das ist eine Geschichte, die man Value-Added Services nennt. Also, wenn wir jetzt hier mal schauen, wenn ich jetzt erweiterte Dienstleistungen oder Produktkomponenten letztendlich habe, die zu meiner Kernleistung wieder zukommen, dann spricht man von sogenannten Value-Added Services. Value-Added Services, das sind zusätzliche Dienstleistungen, die ich jetzt mit meinem Produkt, ob das jetzt ein Konsumartikel ist oder eine Dienstleistung selbst, das spielt letztendlich keine Rolle, anbiete. Darüber sind auch ganz, ganz interessante zusatzdifferenzierende Elemente möglich. Das werden wir noch sehen am Beispiel von Hilti. Hilti hat beispielsweise ein Interesse daran, nicht nur einfach ihnen Bohrhämmer oder irgendwelche Geräte zu verkaufen. Die sind ja im klassischen B2B-Geschäft unterwegs, also die rüsten viele Bauunternehmen aus. Und Hilti hat immer geguckt, ja, was haben die Leute für Herausforderungen auf den Baustellen? Und so sind die Geräte relativ gut, sodass auch das eine oder andere Gerät mal verschwindet, also privat von den Arbeiterinnen und Arbeitern irgendwie mitgenommen wird und dann auch nicht wieder auf die Baustelle zurückkommt. Und so bietet Hilti beispielsweise eine Reihe an sogenannten Value-Added Services an. Die wollen Ihnen also nicht nur einfach einen Bohrhammer verkaufen und sagen, ja, der kostet irgendwie 698 Euro, sondern die sagen, ja, der kostet, den kannst du mieten beispielsweise, ja, dann kostet der dich. Pro Gerät kostet er dich 75 Euro pro Woche und wir bieten dir zusätzlich an, und das kostet nochmal 12,50 € pro Woche, dass, wenn der abhanden kommt, also wenn der gestohlen wird, ja, dass wir dir innerhalb von 12 Stunden einen neuen geben. Und ohne dass du jetzt extra Geld dafür nochmal aufwenden musst. Ja? Du zahlst halt dafür als Versicherungsleistung 12,50 € pro Woche. Das ist so ein schönes Beispiel für so einen Value-Added Service. Das nimmt man auch nachher im Rahmen der Preispolitik, um nicht nur einfach ein Produkt zu verkaufen, sondern indem man Preisbündelung betreibt. Also ich verkaufe idealerweise ein Produkt mit einem Value-Added Service zusammengenommen. Der große Vorteil ist halt, dass die Produkte schlechter miteinander verglichen werden können. Wenn ich jetzt einfach so Produkte verkaufe, also nackt, wenn man so will, einfach nur den Computer oder die Druckmaschine oder das Anästhesiegerät, dann ist es natürlich eine Sache, die ich relativ gut vergleichen kann. Das machen Sie wahrscheinlich auch bei Ihrem eigenen Konsumentenverhalten, dass Sie sagen, okay, ich gucke mir Produkte an, beispielsweise Sie wollen irgendwie ein Parfüm kaufen und dann gehen Sie auf idealo.de oder geizhals.at oder wie auch immer diese Preisvergleichsmaschinen im Internet heißen und können die Produkte relativ gut vergleichen. Und das kann ich natürlich auch im B2B-Bereich machen, im industriellen Bereich machen. Ich kann natürlich die Produkte schlechter vergleichen, wenn diese Produkte an andere Value-Added Services gekoppelt sind. Und das steht da so ein bisschen hinter. Das heißt, dieser Bereich hier darf nicht vernachlässigt werden. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Zweitens, Preis-Konditionen-Mix ist relativ klar. Welche Preise nehme ich für meine Produkte? Also leicht gefragt, schwer beantwortet. Die Frage, die dahinter steht, ist natürlich auch, nehme ich den gleichen Preis für meine Produkte unabhängig vom Konsumenten oder sage ich, okay, Studenten beispielsweise oder ältere Menschen kriegen einen besseren Preis? Oder wenn ich relativ viel bestelle, bekomme ich dann einen besseren Preis oder bleibt der Preis dann irgendwo gleich? Also das nennt man eben Preisdifferenzierung. Darüber sprechen wir dann auch noch. Das kann ich auch, oder die Fragestellung ist, habe ich regionale Preisdifferenzierung? Verkaufe ich also das Produkt immer zum gleichen Preis, unabhängig vom Land, in dem ich das Produkt anbiete? Das sind alles Fragestellungen der Preis- und Kontrahierungspolitik. Dann Distributionspolitik, Distributionsmix. Welche Absatzkanäle wähle ich? Verkaufe ich direkt an den Konsumenten oder indirekt oder mache ich beides? Das ist der sogenannte Multi-Channel-Vertrieb, Multi-Channel-Distribution. Ist, wenn ich sowohl direkt verkaufe als auch indirekt verkaufe. Ja, das machen ganz viele Unternehmen mittlerweile. Also Unternehmen wie Esprit beispielsweise oder Tom Tailor oder Hugo Boss verkaufen nicht nur über eigene Flagship Stores direkt, sondern sie verkaufen natürlich auch online und sie verkaufen auch über Absatzmittler.
Das heißt, die verkaufen natürlich auch über Ansons beispielsweise. Die verfolgen demzufolge eine sogenannte Multi-Channel Distribution Strategy. Dann ist ja auch die Frage hier physische Distribution. Also, wie sieht es mit der Logistik aus? Lagerhaltung, Transport. Das muss letztendlich auch geplant werden. Kann natürlich auch ein wesentlicher Vorteil sein in Bezug auf die Wahrnehmung. Ich kann mich natürlich auch durch Exzellenz hier in diesem Bereich, Stichwort Amazon, vom Wettbewerb differenzieren, weil für einige spielt es natürlich eine Rolle, wann sie ihre Produkte bekommen oder wie viel Wartezeit da durchschnittlich ist zwischen Bestellung und letztendlich dem Erhalt der Produkte. Kommunikationspolitik, auch ein ganz, ganz wichtiger, sehr, sehr umfangreicher Aspekt des Marketing, weil das ist zum einen natürlich die Werbung, die klassische Werbung, die wir als ATL Communication bezeichnen. Kommt noch eine separate Folie dazu, Above the Line Communication, ATL Communication. Das sind die klassischen Formen der Werbung, Radiowerbung, Fernsehwerbung, Printwerbung beispielsweise. Aber auch, was natürlich auch zum Kommunikationsmix gehört, und jetzt kann man sehen, wie umfassend Marketing ist, ist zum Beispiel der ganze Aspekt, der ganze Bereich der Public Relations. Und jetzt versteht man auch, warum Marketing nicht nur für Valenzina relevant ist oder für Apple, sondern auch für die amerikanische Regierung oder die deutsche Regierung oder für die FDP oder für die katholische Kirche oder die evangelische Kirche. Also es geht einfach im Prinzip darum, hier Public Relations, geht es nicht darum, ein Produkt zu verkaufen, sondern es geht darum, die Kommunikation, die Marke im Prinzip, wofür soll das Unternehmen stehen, das zu kommunizieren an eine breite Öffentlichkeit. Nicht mit dem Ziel, mehr Produkte zu verkaufen, sondern hier ein gewisses Image zu kultivieren und zu kommunizieren. Personal Selling ist immer, wenn ich direkt verkaufe. Und diese Aspekte werden wir uns letztendlich auch noch anschauen. Gut, dann fangen wir mal an mit dem größten Aspekt hier, nicht mit der Produktpolitik irgendwo als dem Herzstück an, sondern wir fangen mit der Kommunikationspolitik an, weil da steht, da steckt alles Mögliche drin, wie wir schon gesagt haben, auch der ganze Bereich Social Media Communication, der eine immer größere Bedeutung letztendlich erfährt. Also fangen wir mit dem diesen P mal an. Kommunikationspolitik umfasst also die klassische Kommunikation, aber auch natürlich die persönliche Kommunikation und die Kommunikation über neue Medien. Also, wir sehen hier, dass da diese drei Bereiche drunter fallen. Die klassische Kommunikation, die hat nach wie vor eine große Bedeutung. Die Fernsehwerbung, Radiowerbung, Printwerbung, das ist natürlich eine wichtige Geschichte. Aber in gewissen Bereichen sehen wir hier also einen deutlichen Rückgang. Beispielsweise bei der klassischen Printwerbung. Dann die persönliche Kommunikationspolitik im Rahmen des persönlichen Verkaufs. Das ist, wenn jetzt Außendienstmitarbeiter, Reisende zum Beispiel beim Kunden sind oder bei ihren Schlüsselkunden sind, bei den sogenannten Key Accounts. Bei den Key Accounts, das sind die größten Kunden, die man letztendlich hat, Key Accounts. Und die Betreuung von denen wird als Key Account Management bezeichnet. Key Account Management. Das passiert aber auch, der persönliche Vertrieb oder die persönliche Kommunikationspolitik passiert natürlich auch im Rahmen von Messen und Kongressen, Events, Seminaren, Workshops und so weiter und so fort. Und dann haben wir natürlich noch den ganz, ganz großen Bereich der neuen Medien. Insbesondere steht hier der Bereich natürlich Social Media Marketing im Vordergrund. Gut, das schauen wir jetzt, uns jetzt näher an und legen mal los hier. So. Was sind jetzt Fragen der Kommunikationspolitik, Entscheidungsfelder, die ich da habe? Zum einen muss ich mir angucken, die Zielgruppen, natürlich, weil warum sind die Zielgruppen wichtig? Naja, das Medium kann ich ja nur adäquat wählen, wenn ich weiß, welche Zielgruppen ich wie, wann, über welche Kanäle bestmöglich erreichen kann. Und deswegen sehen wir eben ganz, ganz massiv hier einen Rückgang in der klassischen Printkommunikation. Also Print nimmt beispielsweise dramatisch ab, insbesondere wenn es darum geht, Konsumartikel an
20 bis 29-Jährige zum Beispiel zu verkaufen, sehen wir, dass da dramatische Rückgänge letztendlich bei den Printschaltungen zu verzeichnen sind. Und das sieht man letztendlich auch, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man sich mal die Auflagen der größten deutschen Tageszeitungen irgendwie ansieht, dann sind die doch sehr stark rückläufig zum Teil. Und so Influencer wie Bibi von Bibis Beauty Palace, über die sprechen wir dann auch nochmal, die haben letztendlich mehr Abonnenten auf ihrem YouTube-Kanal als alle deutschen Zeitungen zusammengenommen. Dann muss ich mir Systeme letztendlich angucken, die ich nutzen kann. Medien, welche Tools habe ich zur Verfügung? Welche Inhalte soll ich eigentlich über welches System und welches Medium wählen? Und welche Ziele will ich eigentlich erreichen? Also, natürlich habe ich im Rahmen von Public Relations völlig andere Ziele, als ich im Rahmen von Verkaufsförderung zum Beispiel habe. Das ist diese Unterscheidung zwischen ATL und BTL, die ich bereits mal angesprochen habe. Above-the-line Communication sind all die klassischen Formen der Kommunikationspolitik. Also TV-Werbung, Rundfunkwerbung, Kinospots, Plakate, also Billboard. Communication. Die nutzen alle diese klassischen Medien, die wir kennen, die hier auch hier aufgeführt sind: Radio, Zeitung, Kino, aber auch Plakatwände. Below the line Communication sind all die nicht klassischen Formen. Also dazu gehört zum Beispiel auch Telefonmarketing, Mailing, aber insbesondere Internetmarketing. Also Social Media Marketing ganz generell ist der Dimension BTL Communication zuzuordnen. Dann gibt es zwei grundlegende Strategien und diese Strategien, die haben wir schon mal besprochen, als es um die Unterscheidung ging zwischen einer Verkaufsorientierung und einer Marketingorientierung. Wir hatten gesagt, bei einer klassischen Verkaufsorientierung versuche ich die Produkte, die ich produziere, zu verkaufen. Bei einer Marketingorientierung versuche ich, die Produkte zu produzieren, die ich verkaufen kann. Das ist der große Unterschied. Und eine ähnliche Unterscheidung gibt es auch im Rahmen der Kommunikationspolitik. Bei einer Push-Strategie bin ich als Hersteller, wenn wir jetzt mal beispielsweise Intel nehmen, Intel ist ein Hersteller von Computerprozessoren, ist uns ja allen bekannt. Und diese Prozessoren als Hersteller hier verkaufe ich an den Handel. Ich baue das ein in den Computer, oder Dell zum Beispiel, machen wir mal so, über Dell oder Hewlett Packard, verkaufen an oder über den Handel. Der Handel ist dann zum Beispiel Saturn, wir hatten ja das Beispiel auch mal genannt, an einen Kunden. Also beispielsweise an Herrn Müller. So. Das ist eine ganz klassische Push-Strategie, die ich hier habe. Jetzt kann ich das aber auch anders machen. Ich kann natürlich auch sagen, ich versuche eine Pull-Strategie zu fahren als Hersteller. Und ein Unternehmen, welches das sehr erfolgreich gemacht hat, das habe ich gerade schon mal genannt, ist Intel als Hersteller von PC-Prozessoren. Und die sind nicht rangegangen. Die haben gesagt, Mensch, wieso gehen wir eigentlich immer traditionell diesen Weg? Wieso gehen wir als Hersteller immer zu den PC-Herstellern? Wieso gehen wir zu Dell hin und zu Hewlett Packard hin? Wieso gehen wir nicht direkt zum Kunden? Können wir als Hersteller von Komponenten eigentlich auch direkt den Kunden ansprechen? Und das haben die gemacht. Was haben die gemacht? Die haben versucht, direkt den Herrn Müller anzusprechen, indem sie gesagt haben, und das war diese Kampagne Intel Inside, dafür habe ich eine extra Folie, die kann ich jetzt aber nicht aufrufen, das würde dann irgendwie aus der Thematik so ein bisschen rausreißen, aber ich erkläre das kurz, was die gemacht haben. Die haben eine Kampagne ins Leben gerufen, Intel Inside. Und diese Kampagne ist ja jedem bekannt, das ist ein ganz berühmter Slogan. Und diese Kampagne bestand darin, dass sie gesagt haben, okay, was ist das Wichtigste beim PC? Das ist eigentlich der Chip, ja, das ist das Herzstück des PCs. Und dann haben die eine Printkampagne zunächst mal gestartet
Und die hieß How to Spot the Very Best Computers. Und achtet auf dieses Zeichen. Und dann haben sie im Prinzip dieses Symbol gehabt mit dem Schriftzug Intel Inside. Und dann sind die an die PC-Hersteller rangegangen, ganz interessant. Und dann sind sie an Dell und Hewlett-Packard gegangen und haben gesagt, und IBM, bitte schreibt auf alle Computer, auf alle Verpackungen und immer wenn ihr Werbung macht im Fernsehen, schreibt dann immer drauf hier, dass der Chip von Intel ist. Ja, schreibt immer Intel Inside irgendwo drauf. Und dann haben die Hersteller gesagt, ja, Dell und Hewlett-Packard haben gesagt, ja, wieso sollten wir das tun? Ja, es gibt ja auch noch Qualcomm und es gibt AMD. Wieso sollten wir exklusiv mit dir arbeiten? Und dann hat Intel gesagt, ja, ganz einfach, wir geben dir 50%, wenn du das machst, geben wir dir 50% deiner Werbeausgaben. Die geben wir dir als Cashback. Das heißt, wenn du irgendwie 50 Millionen investierst in Fernsehwerbung beispielsweise in einem Jahr und du schreibst auch immer Intel Inside irgendwo drauf, dann geben wir dir 25 Millionen zurück dafür. Nur weil du Intel Inside das Logo nutzt, ne, mit dem Jingle entsprechend. Das machen wir. Und das hat viele Unternehmen dazu gebracht, zu sagen, okay, ja, prima, machen wir und das kleben wir auf die Verpackung, das kleben wir auf den Computer. Wozu führte das? Es führte zu also das war eine ganz, ganz klassische Pull-Strategy und es führte dazu, dass 70% aller Kunden zum Handel gegangen sind und gelaufen sind und gesagt, ja, ich möchte einen PC kaufen. Was ist Ihnen denn wichtig? Ja, Preis oder so? Ja, klar, alles, aber der Chip, der muss von Intel sein, ja. Die haben also ganz konkret nach weltweit haben gesagt, ich kaufe nur einen PC, wenn da Intel Inside draufsteht. Das hat Intel geschafft. Und Intel ist eine Story für sich, darüber kann man ein Buch schreiben. Intel ist eine der wertvollsten Marken des Planeten. Und das Interessante ist, Intel war ja nur ein Hersteller einer einzigen Komponente im Prinzip. Also einer Zutat sozusagen, was man, wenn man das so nennen will, zum PC. Und deswegen nennt man das, was Intel gemacht hat, ein sogenanntes Ingredient Branding. Ingredient Branding. Das ist diese Strategie, die Intel verfolgt hat. Ingredient Branding. Und Intel hat es geschafft, auch heute noch, zu den Top-Marken der Welt zu gehören in Bezug auf den Markenwert. Und es ist das einzige Unternehmen, welches es geschafft hat, als Ingredient Brand das zu schaffen. Und das haben die nur generieren können, das haben die nur erreichen können, indem sie eine damals sehr, sehr innovative Pull-Strategy verfolgt haben. Eine ganz, ganz tolle Geschichte, da gibt es noch ein paar andere Beispiele für. Aber das ist letztendlich damit gemeint, dass der Hersteller auch direkt zum Kunden spricht, dass der direkt mit dem Kunden kommuniziert und sagt, dafür stehe ich, das sind meine Produkte. Und achtet mal drauf, wenn ihr das nächste Mal einkaufen geht, achtet mal drauf, dass meine Produkte hier, meine Zutaten in dem Produkt letztendlich sind. Ein paar andere Beispiele, Unternehmen, die das geschafft haben, ist Gore-Tex. Gore-Tex war ja nur eine Membran, die haben ja letztendlich nur eine Membran hergestellt. Und Gore-Tex ist ganz klassisch im B2B Marketing beheimatet. Und dann haben die auch gesagt, ja, lass uns doch einfach mal Intel kopieren, lass uns das auch mal so machen, lass uns mal direkt hier zum Endkunden sprechen und Werbung schalten, auch die auf den Endkunden hin ausgerichtet ist. Nicht auf den Hersteller, nicht auf Schöffel und Hugo Boss und Joop und wie sie alle heißen, die unsere Membrane irgendwie einbauen oder Georgsschuhe, sondern wir sprechen mit Lieschen Müller. Und die sollen dann in den Handel laufen und sagen, ja, ich brauche eine neue Winterjacke. Ist mir eigentlich egal, ob die von Boss oder Hilfiger oder wem auch immer ist. Aber wichtig ist mir, die muss atmungsaktiv sein, da muss Gore-Tex drin sein. Und obwohl Gore-Tex kopiert wurde von zahllosen anderen Unternehmen, denken Sie mal an Sympatex, Klimatex und jeder einzelne Hersteller hat jetzt wiederum andere Atmungssysteme irgendwo drin. Ist Gore-Tex trotzdem immer noch, die haben es geschafft, immer noch einen sehr, sehr hohen Marktanteil zu haben, sind immer noch Marktführer und das Interessante ist, die können nach wie vor ein Preispremium aufrufen. Und das liegt an dieser Strategy, an dieser Pull-Strategy, die sie erfolgreich appliziert haben.
Eine ganz spannende Geschichte. Hört sich erstmal nicht so spannend an, aber es ist eine ganz spannende Geschichte, was das strategisch letztendlich bedeutet. Und damit hat man die Marke letztendlich auch natürlich sehr, sehr gut aufladen können, emotional aufladen können. Also, das sind die großen Bereiche, das sind die großen Instrumente der Marketing-Kommunikation. Zum einen die Werbung, wir hatten es angesprochen, klassische Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Public Relations, Sponsoring, ein ganz, ganz spannender Bereich, der immer mehr an Bedeutung gewinnt. Sponsoring nicht nur im Rahmen von Sponsoring von TV-Shows oder von Kinofilmen, sondern man hat auch In-Game-Sponsoring oder zum Beispiel auch, und was eng damit verbunden ist, Product Placement. Das Placement von Produkten und Dienstleistungen in gewisse Unterhaltungsformate. Das kann ein Kinofilm sein, das kann aber auch ein Computerspiel sein. Man spricht hier von In-Game-Placement, ein Bereich, der immer spannender, immer interessanter wird, weil ja auch die Bedeutung von E-Sports immer weiter zunimmt. Was ist jetzt Werbung? Werbung ist eine besondere Art der Kommunikation. Es geht darum, natürlich absichtlich Mittel einzusetzen, also kommunikationspolitische Tools, um Menschen zu beeinflussen. Zum Beispiel, wie ist die Einstellung in Bezug auf eine spezifische Marke oder das Unternehmen oder die Dienstleistung? Ich kann natürlich niemanden zwingen. Also Werbung ist natürlich zwangsfrei. Auch neueste Hirnforschung hat nicht ermöglicht, so subliminal, letztendlich unterschwellig, den Leuten etwas aufzuschwatzen, Gott sei Dank. Ja? Das heißt, ich kann die Leute nicht manipulieren, ich kann nur versuchen, das ist eine thin red line, das ist natürlich eine Gratwanderung, ja? Die Leute zu überreden oder zu überzeugen. Und da gibt es sehr, sehr gute Tools, wie wir noch sehen werden, zum Beispiel das Placement, weil Product Placement beispielsweise in Kinoformaten, in Fernsehformaten, in Unterhaltungsshows nicht so sehr, auch über Influencer, nicht so sehr und direkt unmittelbar als Werbung wahrgenommen wird, wie der klassische Fernsehspot. Werbung ist aber immer und sollte es sein, ziel- und zweckgerichtet. Das heißt, es muss immer ein gewisses konkretes Ziel geben, welches smart ist. Das hat man schon mal gesagt in anderen Vorlesungen, das kennen Sie wahrscheinlich, dieses Akronym. Ziele müssen immer smart sein. Das heißt, sie müssen spezifisch sein, messbar, ambitioniert, realistisch und terminiert. Spezifisch, messbar, ambitioniert, realistisch und terminiert. Wenn ich jetzt beispielsweise sage, ja, ich will irgendwie den Umsatz erhöhen mit der und der Printkampagne für die und die Produkte, dann ist es kein smartes Ziel, weil es ist nicht spezifisch genug. Ja? Ich muss also ganz konkret sagen, mit der Fernsehkampagne oder der Facebook-Kampagne möchte ich den Absatz meines Produktes X, Y und Z bis Ende des Monats um 2,75% gegenüber dem Vorjahr steigern. Ja, das könnte beispielsweise ein smartes Ziel sein. So. Das ist eine Folie, die ich ganz, ganz neu gemacht habe, die einfach mal anschaulich zeigt, wo ist das Problem heutzutage im Marketing. Nicht nur im Hightech-Marketing, sondern ganz generell, vor welche Herausforderungen sind eigentlich alle Unternehmen gestellt. Das kann man hier wunderbar sehen. Produkte und Dienstleistungen werden immer homogener. Sie werden qualitativ gleichwertiger und damit immer austauschbarer. Wenn man jetzt einfach mal diesen Screenshot hier nimmt und auf diese Fahrradhelme hier schaut, dann sind all diese Fahrradhelme sehen sehr ähnlich aus. Die sehen sehr ähnlich aus. Und das Interessante ist, wenn man sich jetzt Tests dazu ansieht, zu den Fahrradhelmen, dann sehen wir, dass die Fahrradhelme alle gleich gut abschneiden. Das heißt, es gibt jetzt keine signifikanten, natürlich gibt es einige Fahrradhelme, die sind ein bisschen teurer und die schneiden vielleicht auch ein Tickchen besser ab und so weiter und so fort. Aber im Großen und Ganzen ist es so, dass Produkte und Dienstleistungen immer homogener werden. Das heißt, die Differenzierung, die Unterscheidung gegenüber dem Wettbewerb, die wird immer schwieriger. Die wird immer, immer schwieriger. Warum ist das so? Und dafür gibt es eine wunderbare Metapher, eine wunderbare Analogie, eine Geschichte. Das sind Pinguine, das wird wirklich in der Innovationsforschung im Hightech-Marketing gebraucht, dieses Bild. Also Pinguine stehen auf einer Eisscholle und die haben alle
furchtbaren Hunger. Und es ist ja auch so Mittagszeit. Also Pinguine haben furchtbaren Hunger. Aber die Pinguine sind auch ein bisschen ängstlich, weil sie wissen nicht, vielleicht sind ein paar Orcas und ein paar Killerwale in der Nähe. Da sind sie nicht ganz sicher. Also, die Pinguine haben Angst, ins Wasser zu springen. Und irgendwann ist ein Pinguin, der ist so hungrig und vielleicht verzweifelt, der springt als erster ins Wasser. Und was passiert mit den anderen Pinguinen? Na, keiner springt hinterher. Die gucken nämlich erstmal, was passiert mit dem ersten Pinguin, der ins Wasser gesprungen ist. Wenn der Pinguin, der ins Wasser springt, den Fisch bekommt, den dicksten Fisch bekommt, irgendwo, der frisst sich ordentlich satt, ja, und das Wasser färbt sich nicht rot, weil der gefressen wird vom Orca, ja, dann springen alle anderen hinterher. Die erste Phase nennen wir in der Innovationsforschung, nennen wir Pinguin Phase, Pinguin Phase, die heißt wirklich so. Das ist, wo sich ein Industriestandard oder wo es noch kein Industriestandard gebildet hat. Ne? Und derjenige, der zuerst ins Wasser springt, ins kalte Wasser springt, ja, der bekommt den dicksten Fisch oder er wird getötet. Wenn ihr jetzt ins Wasser springt und sagt, ja, hier, ich habe eine tolle Idee als Unternehmen, ne? Das steht natürlich für ein Unternehmen, ich habe eine tolle Idee, guck mal hier, aber irgendwie der wird gefressen, also die Innovation ist nicht erfolgreich, dann springt natürlich keiner hinterher, dann sagen die anderen, ach, guck mal hier, habe ich gleich gewusst, ne? Das lohnt sich nicht, das ist zu riskant, ne? Das wollen die Kunden irgendwo nicht haben. Wenn er aber ins Wasser springt und den besten Fisch bekommt, springen alle anderen hinterher und die zweite Phase nennen wir Fast Selling Item Phase. Das sind die beiden Phasen, die wir unterscheiden. Also, wir nennen das die erste Phase, nennen wir Penguin Phase. Penguin Phase. Penguin Phase. Und die zweite Phase nennen wir Fast Selling Item Phase. Das ist ein wunderbares Bild für Innovationen in unserer Welt. Penguin Phase und Fast Selling Item Phase. Und das kann man interessanterweise mit allen Produkten beobachten. Wenn man jetzt mal ein Produkt rausnimmt, welches vor 2-3 Jahren auf den Markt gebracht wurde und welches nach welchem meine Tochter da irgendwie unter anderem geschrien hat, das war diese Magic Sand zum Beispiel. Der Sand, mit dem man kneten konnte, der war zum Teil magnetisch, der hatte unterschiedliche Farben und es war eine amerikanische Firma, die den zuerst rausgebracht hatte. Was ist passiert? Also dieser Magic Sand war unglaublich erfolgreich und so eine kleine Dose Magic Sand, die kostete damals 15 Euro, kostet glaube ich heute immer noch 15 Euro oder 14 Euro. Und es dauert, das Interessante war, es war ein großer Hit. Und was passierte? Innerhalb kürzester Zeit, zum Beispiel von einem Monat, es dauerte gerade einen Monat, dann kamen andere Hersteller raus. Die nannten das nicht Magic Sand, die nannten das dann irgendwo ein bisschen anders. Aber letztendlich hatte der die gleichen Eigenschaften, gleiche Farben. Letztendlich war der Vorsprung im Prinzip relativ schnell dahin. Das heißt, alles, was funktioniert als Innovation, wird in immer kürzeren Zeitabständen kopiert und teilweise werden die Produkte natürlich dann zu günstigeren Kosten auch irgendwo angeboten. Und das ist natürlich eine enorme Herausforderung für den Innovator, für das Unternehmen, was zuerst irgendwo im Markt ist. Und das können wir an ganz, ganz vielen Beispielen sehen. Also als Apple zum Beispiel, das erste iPad herausgebracht hat, haben alle gesagt, ja, braucht doch keiner, ja, und was soll das? Und Steve Jobs, ihn hat sein Instinkt irgendwie verlassen. Es wurde aber ein großer Erfolg, das wissen wir so. Und was passierte? Kurze Zeit später, es dauerte gerade 6 Wochen, da brachte Samsung das Galaxy Tab heraus und kopierte im Prinzip das iPad. Und Apple war sehr verärgert darüber, das können Sie nachlesen, und hat Samsung verklagt und hat gesagt, Mensch, die kopieren unsere Produkte, das geht doch nicht. Ne? Und die Gerichte verboten dann zum Teil auch den Verkauf der ersten Galaxy Tablets. Was machte Samsung? Samsung veränderte das Design des Tablets leicht, machte die Ecken etwas anders und die Abrundung war anders und das Tablet wurde ein bisschen dicker, man nahm ein bisschen andere Materialien und was passierte? 2 Wochen später konnte man das weltweit dann verkaufen. Das heißt, es hat im Endeffekt ungefähr 8 Wochen gedauert, bis der Wettbewerb ähnliche Produkte hatte und dann hatten das letztendlich alle und heute haben sie im Prinzip die Tablets, das können Sie machen wie mit den Fahrradhelmen, die sehen alle gleich aus, die haben alle gleich komparable Funktionalität und Durabilität und auch
eine ähnliche, eine vergleichbare Qualität. Es ist immer schwieriger, sich abzugrenzen. Und deswegen ist die Marke ja so wichtig und die Markenpolitik und das Branding. Wie baue ich so eine starke Marke letztendlich auf? Das ist die zweite Herausforderung, die ich habe. Differenzierung wird zunehmend erschwert und Kommunikations- und Markenpolitik werden zentrale Erfolgsfaktoren. Warum? Weil letztendlich nur die Marke nachher und was die Marke in den Herzen und Köpfen der Konsumenten bewirkt, hervorruft, evoziert, ja, das macht den Unterschied irgendwo aus. Ne? Niemand braucht zum Beispiel Porsche Cayenne Turbo, ja, bei den heutigen Tempolimits. Dennoch wird der Wagen stark nachgefragt und man sieht den ganz jetzt im Moment nicht so von Notbetreuung bei den Kitas haben, aber sonst sieht man bei einer entsprechenden Käufergruppe, dass sie sehr, sehr viel mit Luxus-SUVs letztendlich bei den Kitas vorfahren. Die Geräte, sage ich schon mal, also die SUVs werden ja gar nicht benutzt, um durch schweres Gelände irgendwo zu fahren. Teilweise können die das gar nicht, sind gar nicht gut geländefähig. Aber die werden stark nachgefragt. Warum? Weil einfach hier die Marke der zentrale Treiber ist. Welche weiteren emotionalen Nutzenkonzepte mit der Marke in Verbindung stehen, wie die Marke aufgeladen ist. Das können wir hier sehen, das ist ein Shot aus dem Supermarkt. Auch da sehen wir im Prinzip, es wird natürlich immer schwerer, sich zu differenzieren. Ich kann ja auch nicht als Hersteller nicht für jedes meiner Produkte irgendwo Werbung machen, weder Social Media noch Fernsehwerbung. Das rechnet sich nicht. Das ist sehr aufwendig. Und deswegen ist diese Differenzierung sehr, sehr schwierig. Das kann im Konsumartikelbereich oder so, Nahrungs- und Genussmittel, läuft das ganz, ganz viel über die Verpackung, über das Verpackungsdesign. Deswegen nennt man das auch Pack. Advertising, nicht Advertising, sondern Packvertising. Weil es muss im Prinzip mir gelingen, hier irgendwo ja aus dieser Vielzahl an Marken irgendwo herauszustechen. Wie kann ich aus der Vielzahl dieser Marken, wie kann ich da letztendlich herausstechen? Nur mit dem Produktdesign, ja? Weil Honig ist letztendlich auch irgendwo Honig oder Kleehonig ist Kleehonig oder was auch immer, ja? Auch da habe ich diese Vergleichbarkeit von Produkten und diese Homogenisierung. Was gehört jetzt zu so einem Werbekonzept eigentlich alles dazu? Vielleicht schauen wir uns das nochmal kurz an, um den Überblick zu haben, was so einer kommunikationspolitischen Kampagne dazu gehört. Also zunächst mal muss ich eine Analyse betreiben, eine Werbeanalyse machen. Wir werden uns jeden der einzelnen Schritte nochmal dezidiert irgendwo angucken. Dass ich mir genau anschaue, was ist zum Beispiel meine Zielgruppe? Was ist meine Zielgruppe? Um welches Produkt geht es letztendlich? Wie passt das in mein Portfolio an Produkten irgendwo rein? Und daraus leite ich dann letztendlich die Werbeziele ab im zweiten Schritt. Was will ich eigentlich für die Produkte mit der und der Kampagne erreichen? Wenn ich das getan habe, kann ich das Budget ableiten. Dann sage ich, okay, gut, dafür brauche ich vielleicht, wie die Erfahrung zeigt oder wie die Werbeabteilung oder die Werbeagentur mir letztendlich sagt oder vorgibt, so und so viele Schaltungen oder so und so viel Geld im Bereich Social Media, im Bereich Print und so weiter und so fort. Dann wird die sogenannte Copy Strategy hier festgelegt, die wiederum in das Werbekonzept eingeht. Und das Werbekonzept hier, das beinhaltet einmal diese Mediastrategie, Mediaselektion, Frequenz und das Timing. Das sind so wichtige Fragestellungen, die wir uns dann nochmal ansehen werden. Dann muss letztendlich natürlich die Agentur, die Kreativabteilung, muss die Werbebotschaft formulieren, ausgestalten. Wie mache ich das? Ja, das ist auch wieder ganz, ganz stark abhängig vom Kanal. Prognose der Werbewirkung. Das ist immer schwer, wird natürlich gemacht, um letztendlich auch hier im Prinzip eine Referenz zu den Zielen zu haben. Man führt das durch und kontrolliert das, ob die Werbeziele letztendlich auch erreicht worden sind. Ne? Gut. Hintergrund ist immer ein Briefing der Werbeabteilung bzw. der entsprechenden Agentur. Meistens ist es ja so, dass die großen Unternehmen Agenturen, Werbeagenturen mit der Durchführung von entsprechenden Kampagnen betreuen. Und dafür braucht die Werbeagentur ein Briefing. Und das ist im Prinzip diese Analyse, die jetzt hier zugrunde liegt. Im Rahmen der Analyse wird ein Briefing auch erstellt.
Das heißt, es geht einmal um die Zielgruppe, an die die Werbemaßnahme auszurichten ist. Dann, was ist die Basisbotschaft? Worum geht es eigentlich bei dem Produkt und bei der Dienstleistung? Was für Nutzen bietet das und inwieweit ist dieser Nutzen anders als der Nutzen, den die Dienstleistung der Konkurrenz erbringt? Das sind die Nutzenargumente, die Benefits. Ja? Habe ich hier ein USP, eine Unique Selling Proposition? Das ist ein ganz wichtiger Ausdruck. Jeder spricht immer davon, ja. Aber letztendlich, wenn man jetzt ganz, ganz kritisch ist, wer hat das schon? Wer hat eine Unique Selling Proposition? Einen einzigartigen Wettbewerbsvorteil. Unique Selling Proposition. Wer hat das? Welches Unternehmen hat das letztendlich? Es ist ganz, ganz schwer zu begründen, weil im Prinzip, wie wir gesehen haben, die Produkte und Dienstleistungen immer komparabler werden, immer homogener werden, immer vergleichbarer werden. Man kann in diesem Kontext auch sprechen von einer Unique Advertising Proposition oder Unique Promotion Proposition. Also wenn ich jetzt beispielsweise eine sehr charakteristische kommunikationspolitische Strategie fahre, die automatisch immer als Kommunikationspolitik eines spezifischen Unternehmens zu erkennen ist, beispielsweise die Red Bull Werbung, die ja immer einen gewissen Stil hat. Ich sehe das sofort, okay, ah, guck mal, das ist Werbung irgendwie für Red Bull. Brauche ich letztendlich gar nicht. Oder Jewe beispielsweise mit dem Segelschiff, mit den grünen Segeln irgendwo. Da weiß ich das. Wir werden darüber noch sprechen, wie solche Bilder auch genutzt werden können. Dann Begründung des Nutzenversprechens. Reason why. Was ist der Grund letztendlich, warum ich die und die Nutzenargumente oder den USP letztendlich habe. Wie ist das Produkt oder die Dienstleistung positioniert, gerade im Vergleich zum Wettbewerb, also wie ist Price-Quality-Relation. Und dann, wie sollen die einzelnen Werbemittel ausgestaltet sein hinsichtlich Tonalität, ne? Tonality, Tonalität. Das heißt, wie spreche ich letztendlich Kundinnen und Kunden an? Ist das eher beratend? Ist das eher, ich weiß es nicht, ist das konsultativ? Stelle ich eher technische Features irgendwo in den Vordergrund? Das mache ich zum Beispiel, wir hatten ja über High- und Low-Involvement-Produkte gesprochen. Das mache ich zum Beispiel bei erklärungsbedürftigeren Produkten, insbesondere im B2B-Bereich. Da kann ich auch ein bisschen technisch argumentieren. Oder argumentiere ich letztendlich, oder ist die Tonalität eher emotional, ja? Habe ich eher eine stärkere Bilderwelt, die ich versuche zu kommunizieren. Dann Timing. Wann und wie lange soll der Einsatz erfolgen? Soll das alles parallel erfolgen? Ja. Briefing ist nicht nur Briefing für im Prinzip für Fernsehwerbung oder Radiowerbung, sondern es ist für die ganze kommunikationspolitische Kampagne. Und dann natürlich, welches Budget steht mir für Konzeption, Entwicklung und Schaltung der Werbung zur Verfügung? So, die Werbeanalyse haben wir schon mal erwähnt. Das ist der erste Step, der im Rahmen der dem Briefing sozusagen noch vorgeschaltet ist oder dem zugrunde liegt. Da geht es einmal darum, was sind die Werbeobjekte, also Produkte und auch das Unternehmen. Angestrebte Positionierung des Produktes, haben wir gerade schon mal gesagt. Ist das eher emotional oder sachorientiert? Dann die Art des Produktes. Ist das eher ein erklärungsbedürftiges Produkt, ein High-Involvement-Produkt oder weniger erklärungsbedürftig? Also geht es um Schokoriegel oder um Kaffee? Ja. Wie ist USP? Gibt es ein USP? Wie ist der Innovationsgrad des Produktes? All das sind Sachen, die hier in die Werbeanalyse irgendwie einfließen und natürlich auch nachher in dieses Briefing. Dann Entscheidungen der anderen Marketinginstrumente fließen natürlich auch mit ein. Wieso fließen Entscheidungen der anderen Marketinginstrumente mit ein? Weil im Prinzip diese Kommunikationspolitik natürlich auch eingebettet sein muss in eine Gesamtstrategie des operativen Marketingmixes. Ich kann ja nicht beispielsweise sehr hochwertige Produkte entsprechend auch als hochwertig kommunizieren und eine entsprechende Marke und eine Positionierung aufbauen und dann zum Beispiel in der Distributionspolitik diese Produkte in, über Zwischenhändler zum Beispiel wie Kaufhäuser oder Drogeriemärkte irgendwo verkaufen. Das passt dann eben nicht zusammen. Das ist eben hiermit gemeint. Es kommt auf diese richtige Balance an, auf den richtigen Mix, auf den richtigen Blend, auf die richtige Mischung letztendlich.
Dann auch eine wichtige Frage in der Werbeanalyse ist natürlich auch, wie ist das relevante Wettbewerbsumfeld? Bin ich jetzt ein First Mover in so einem Markt? Habe ich jetzt wirklich ein Produkt, was die anderen noch nicht haben? Ja, oder gibt es das irgendwo schon? Und vielleicht habe ich auch gar keinen USP. Vielleicht besteht mein USP einfach nur in der Marke oder was die Marke verkörpert. Das kann ja auch ein USP irgendwo sein, weil eine Marke kann ich natürlich schwer kopieren. Dann die zweite große Frage ist eben die der Werbezielgruppen. Was sind meine Personen und Personengruppen, die ich ansprechen will? Und dann ist es eben relativ schwierig und aufwendig, segmentspezifisch die Werbebotschaft auszugestalten. Ja, was für Medien, nur wenn ich verstehe, was ist meine Zielgruppe und wie tickt die im Prinzip, wie ist das Mediennutzungsverhalten dieser Zielgruppe, kann ich natürlich auch die passenden Medien auswählen. Ne? Wenn ich jetzt 20- bis 29-Jährige ansprechen will, dann kann ich natürlich auch ein paar erreichen, wenn ich eine Anzeige in der Zeit schalte. Aber das Input-Output-Verhältnis, das ökonomische Prinzip ist hier nicht gegeben. Es ist nicht sehr effizient. Es kann effektiv sein, aber es ist nicht effizient, weil die Leserschaft der Zeit nachgewiesenermaßen eher älter ist und ich kann wenig Leute irgendwo erreichen. Das heißt, das spielt natürlich eine ganz, ganz zentrale Rolle hier. Gut. Vielleicht beenden wir an dieser Stelle die Session. Nicht, um das Video nicht so lang werden zu lassen, sondern um vielleicht dann nochmal unser Quiz zu spielen. Und ich ende mal die Aufnahme. Ich hoffe mal, das hat alles geklappt. Danke Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Bleibt natürlich jetzt noch in der Leitung für ein paar Minuten und bis zum nächsten Mal.